Guten Tag, meine Kind. Du hast mich gerufen, ich bin hier. Was kann ich für dich tun? Nein, sage nicht. Ist es die Liebe oder die Familie? Ist es die Gesundheit oder ist es das Geld, was dich interessiert und zu erfahren? Ich habe mitgebracht meine Kugel und meinen Zauberstab. Sag mir, was willst du wissen? Also es geht um 5 kleine Pflänzchen, die versuche ich anzubauen und ich benötige hier Rat. Also wie ich die anbauen muss und wie ich die pflegen muss und wie ich die großbringe, halt so wie Kinder, das ist mir ungefähr klar. Natürlich, die Familie. Meine Zauberstab hat es gesehen, aber ich wollte es nicht sagen. Jetzt nehme ich so an einer Challenge teil mit ganz vielen anderen Leuten, die das auch gut wissen und gut können. Und ich erhoffe mir so einen kleinen Vorteil durch deine Expertise. Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Muss ich fragen, meine Kugel, muss ich schauen? Ich muss überlegen. Ich muss überlegen und denken. Muss ich machen Rechnung, meine Kind? Das ist eine sehr spezielle Frage. Spezielle Fragen, spezieller Preis. Muss ich fragen, meine Zauberstab und meine Kugel? Aber meine Kugel gibt noch keine Antwort. Muss ich machen Rechnen in meinem Kopf? Das ist aber ganz schön teuer. Meine Schatzeli, was heißt denn hier zu teuer? Willst du mich beleidigen? Nein, nein, keineswegs, tut mir leid. Also ich will dich nicht beleidigen, aber ich finde es halt schon sehr teuer. Okay, aber da du ja Expertin bist und ich überzeugt bin, dass du wirklich einen Mehrwert schaffst, bin ich gerne bereit, diesen Preis zu bezahlen. Natürlich zahlst du diesen Preis. So, ich muss machen Konzentration. Ich fühle das Leben. Ich fühle, das Leben, es wächst und es wächst. Es ist größer und es ist grün. Es ist eine wunderschöne Pflanze mit wunderschönen Früchten. Es ist warm und es regnet und es ist kühler und ich sehe den Tod. Die Pflanze wird sterben irgendwann. Okay, und welche dieser 5 Pflanzen betrifft das jetzt genau? Also. Meine liebe Kind, du hast mich gefragt nach die Pflanze. Du hast mich nicht gefragt, welche Pflanze, meine liebe Kind. Dieser Preis, ich habe dir gemacht und diese Anstrengung zu machen, voraussehen. Das war der Preis nur für eine Pflanze, aber ich habe nicht gewusst, welche Pflanze du meinst. Schätzelein Kind, wenn du möchtest wissen, welche Pflanze genau es ist, dann musst du bezahlen 5-mal den Preis für 5 Pflanzen. Aber vielleicht möchtest du auch deine Zukunft, ich kann dir lesen aus der Hand, ich mache dir spezielle Preis. Also ich danke dir vielmals für diesen wertvollen Beitrag. Ist sicherlich eine Bereicherung für mich und für alle anderen da draußen auch. Wenn ich dich mal wieder brauche, ich habe ja deine Nummer. Tschüss.